So, endlich geht's mal wieder weiter mit Videos. Erstmal, vielen Dank für die ganzen Spielvorschläge unter dem letzten Video. Ich habe natürlich alle aufgeschrieben. Wir haben uns jetzt aber erstmal zusammen für das Spiel Starbound entschieden. Und ihr habt richtig gehört, zusammen. Denn ich werde diesmal mit jemandem zusammenspielen. Shan hat mich nämlich netterweise angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte auf ein Duo-Projekt. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Er hat auch vor kurzem selber angefangen zu streamen. Wenn ihr also Lust habt, könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Links zu seinem Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber endlich los mit Starbound. Erwartet aber noch nicht zu viel. Wir haben beide absolut keine Ahnung von dem Game und waren am Anfang echt lost. Wie im faszinierenden Survival-Game musste man sich natürlich erstmal einen Charakter erstellen. Allerdings gab es hier schon direkt die erste Besonderheit. Man kann sich nämlich zwischen 7 verschiedenen Rassen entscheiden, die alle anscheinend unterschiedliche Fähigkeiten haben. Einmal gibt es die Menschen, die trotz ihrer langen und nicht immer einfachen Vergangenheit sich die Freude am Leben erhalten haben und voller Hoffnung auf ein gemeinsames und geeintes Universum hinarbeiten wollen. Dann gibt es noch die Avians, ein Volk von vogelähnlichen Lebewesen, die eine geflügelte Gottheit anbeten. Um ihre heiligen Tempel zu schützen, trainieren sie von Geburt an, um starke und furchtlose Krieger zu werden. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Apex, die sich lieber dazu entschieden haben, ihren Geist und den Verstand zu trainieren, statt den Körper. Auch wenn sie etwas aussehen wie Primaten, sind sie für eine der schlauesten Rassen im ganzen Universum. Auch wenn diese kleinen Pflanzenleute vielleicht eher harmlos und nett aussehen, sind Florans doch ein Volk, mit dem man sich lieber nicht anlegen möchte. Sie sind im ganzen Universum gefürchtet wegen ihrer brutalen Art gegenüber anderen Rassen. Und auch wenn sie nicht gerade technisch bewandt sind, sind sie doch trotzdem intelligent genug, um die Technologien von den Völkern, die sie ausgelöscht haben, zu verstehen und zu klauen. Ganz anders sind da die Hylottl, ein friedliches Volk, das vor Ewigkeiten von den Florans ins Wasser zurückgedrängt worden ist. Allerdings haben sie sich dort gut angepasst und leben nun glücklich unter dem Meer, wo sie die Tradition ihrer Vorfahren fortsetzen und sich an diversen künstlerischen Aktivitäten erfreuen. Es gibt aber auch 2 Rassen, die keine organischen Körper haben. Einmal wären da die Glitches, ein Volk voller hochentwickelter Roboter, das damals als Experiment für eine hochentwickelten Rasse erschaffen worden ist, um den Aufbau und den Fall einer Zivilisation zu simulieren. Allerdings gab es da wohl einen kleinen Bug im Programm und die Simulation kam deswegen relativ schnell zu einem Stillstand, weswegen die Glitches auch trotz ihrer modernen Körper eher mit Menschen aus dem Mittelalter zu vergleichen sind. Und dann gibt es noch die Nova Kids, ein fast komplett unbekanntes Volk. Das Einzige, was man weiß, ist, dass ihr Körper komplett aus einem gasartigen Gemisch besteht. Ansonsten weiß man weder, wo sie hergekommen sind, noch was genau eigentlich ihr Ziel ist. Ich habe keine Ahnung, ob die Auswahl der Klasse irgendeine Auswirkung auf das Spiel hat, aber ich habe mich einfach mal den Avians angeschlossen. Ich meine, wenn man sich schon entscheiden muss, gehe ich natürlich zu dem Volk mit den krassen Kriegern. Also habe ich mir kurz meinen Charakter zusammengebastelt und die Welt gestartet. Shan hat sich übrigens den Nova Kids angeschlossen. Bevor wir uns jetzt aber in-game treffen konnten, mussten wir nochmal kurz durch ein Tutorial spielen, was uns die Steuerung und die Geschichte der Welt etwas näher bringen sollte. In-game angekommen haben wir auch unseren Guide kennengelernt, der uns das Tutorial führen wird. Er fing auch gleich damit an, uns zu erklären, wie man Türen aufmacht. Doch wir hatten erstmal ein ganz anderes Problem. Und zwar haben wir die Option für den Multiplayer nicht gefunden. Zum Glück konnte ich Shan dann aber einfach über Steam einladen. Und er konnte problemlos unserer neuen Welt beitreten. Okay. Oh ja, da ist was passiert, oder? Ladet? Boah, was ist denn das für ein Riesenschiff? Ich bin jetzt in deiner Welt, oder? Sehe dich gerade nicht, aber eigentlich ja. Bei mir stand connected. Hast du eine Anfrage gekriegt für eine Party? Also sitzt du hier? Du bist kein Affe. Nee. Ah, du hast Hallo geschrieben, ja, ich sehe das. Okay, vielleicht sehen wir uns im Tutorial einfach nur nicht oder so. Das kann sein. Ja, wie auch immer. Zell meinte auf jeden Fall, was der Name von diesem Ding da ist, dass wir uns mal beeilen sollten, da wir ohnehin schon verschlafen haben. Heute ist nämlich unsere große Abschlusszeremonie, auch wenn es mir ein absolutes Rätsel ist, wie ich meinen Abschluss geschafft habe. Da ich ja gerade mal für 5 Minuten gelernt habe, die Türklinke zu benutzen. Aber naja. Wir sind also weiter zu unserem Spind gegangen und haben uns unsere Schuluniform angezogen. Danach ging es weiter durchs Gebäude, wo ein diverse NPCs noch weitere Tipps gegeben haben, die allerdings alle ziemlich uninteressant waren. Auf dem Weg nach draußen habe ich dann noch den Hausmeister kennengelernt, der langsam in tiefe Depression verfiel, da er hier jede Stunde die Blütenblätter wieder aus dem Flur fegen musste. Ja, verstehe ich. Ist auch ein bisschen merkwürdig, dass eine so offensichtlich hochentwickelte Zivilisation keine Haustiere besitzt, aber na gut. Ist das zum Glück nicht mein Problem. Und ich habe sie auch eilig, also nicht sie weg. Im Garten noch schnell eine Blume aufgesammelt und eine Zahl gesteckt, um nochmal meine stolze und männliche Art als Krieger zu unterstreichen. Und dann ging es ab in den Vortragssaal. Gerade noch rechtzeitig für die Rede. Meine lieben Wächter, wir haben uns heute versammelt, um den neuen Zuwachs in unserem Protektorat herzlich willkommen zu heißen. Seit nun mehr als 500 Jahren leben wir hier stolz auf unserer Erde, in Frieden und haben mit gemeinsamer Anstrengung einen Ort erschaffen, wo alle, egal zu welcher Rasse sie gehören, friedlich leben können. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, ist es die Aufgabe von uns Wächtern, Unterstützung zu leisten, wo wir nur können. Egal, ob beim Ausbau der Infrastruktur, der Ausbildung von neuen Fachkräften oder bei Friedensverhandlungen mit neuen Rassen. In diesem Sinne, lasst uns heute,
im Namen des Friedens unsere neuen Landsleute herzlich willkommen heißen und jeden von ihnen als Unterstützung unser stärkstes und mächtigstes Werkzeug vermachen, den Materienmanipulator. Was war das denn? Was zum... Du, Absolvent, nimm den Manipulator und renn! Renn in Sicherheit, schnell! Sorry, war gerade total in meiner Rolle. Ja, und das ist jetzt echt blöd gelaufen für die ganzen Toten. Aber immerhin muss ich jetzt keine Abschlussrede mehr vom großen Publikum halten. Immer positiv bleiben, das habe ich hier von den Menschen auf der Erde gelernt. Ich habe mir also den Materienmanipulator geschnappt und bin dann schnell in Richtung des Rettungsschiffes gelaufen. Der Manipulator funktioniert in diesem Spiel übrigens wie eine Spitzhacke, die ich dann auch gleich praktischerweise an diesen hier zufällig liegenden Erdhaufen testen konnte. Nachdem ich das Hindernis beseitigt hatte, habe ich mich weiter durch die mittlerweile komplett zerstörte Stadt gekämpft und auf dem Weg noch weitere Skills gelernt, wie das Springen und das Fallen durch Plattformen. Außerdem habe ich noch einen Stofffetzen gefunden, den mein Charakter sich gleich als Cape anlegte, wodurch ich irgendwie noch ungefährlicher aussah als vorher. Mein furchteinflößendes Krieger-Image kann ich jetzt wohl an den Nagel hängen. Immerhin haben wir aber noch eine Waffe zur Verteidigung bekommen. Auch wenn ich mit dem technischen Fortschritt, den wir hier auf der Erde hatten, mit etwas mehr als ein Eisenbreitschwert aus dem Mittelalter gerechnet habe. Aber egal. Es hat seinen Job gut erfüllt und wir konnten sicher auf das Rettungsschiff fliehen. Und während wir von der Erde flohen, konnten wir sehen, wie dieses komische Weltraumkraken-Ding alles auf unseren Heimatplaneten zerstörte. Damit war das Tutorial aber endlich abgeschlossen und wir konnten richtig ins Game starten. Ich bin jetzt irgendwo aufgewacht. Ich hab einen Hase. Ich auch. Ist das ein Hase? Was ist denn das für ein hässliches Vieh bei mir? Bin etwas überfordert, aber... Okay, wir kriegen jetzt hier so eine Quest. Wir sind runter auf den Planeten und Sachen farmen zum Reparieren des Schiffes. Warte, ich glaube, wir können uns aber jetzt schon connecten miteinander. Würde ich auch sagen. Ich versuche nochmal, dich einzuladen. Wo machst du das? Oben links. Einfach invite the party. Invite? Okay. Ja, ich hab die klein gemacht, hoppala. Ich mach nochmal. So, jetzt müsst ihr ankommen. Accept. Okay, wo bist du jetzt? Oh, ich stehe hier einfach im Schiff noch drin, wo ich gespawnt bin. Ah, okay, ich weiß nicht, ob ich, muss ich jetzt immer noch zu dir kommen oder dich auf dich klicken? Ich hab... Hier, beam to ship. Oh ja. Na? Oh, das ist eine Ratte, oder was ist das? Also... Jetzt ist, glaube ich, ein Hase. Achso, du hast ja Flügel, ist ja sick. Nee, das ist ein Cape, das habe ich gefunden, auf dem Wische, ja. Achso, okay, ich glaube jetzt, wie akzeptieren wir die Mission, oder hast du die schon? Also bei mir ist das oben rechts die Mission, erkunde den Planeten. Ich habe hier mit diesem Typen gesprochen. Okay, stop tracking, wir tracken das gerade schon. Hast du die Mission auch? Ja. Okay, dann würde ich sagen... Ich machen wir das mal, ne? View Ship, Boom Marks, Coordination. Und wie machen wir das jetzt? Wir müssen uns runterporten, wenn ich das richtig verstanden habe. Man geht hier hin und sagt dann okay, Beam Down. Schon da. Dann Teleport. Okay, Beam Down und to Party Member, Beam to Orbit. Ich glaube, ich mache jetzt mal Beam to Party Member. Jetzt sieht's gut aus hier. Der Mann ist schon direkt am Farmen. Warte, musst du immer, klickst du immer nach oben, um die Spitzhacke auszurüsten, oder gibt's auch eine andere Möglichkeit? Kannst die Hotbar die Mausrad scrollen. Okay, so geht's auch, cool. Und es gab auch Tastenkürzel, die ich schon wieder vergessen hab. Die wurden kurz erklärt, aber nicht ganz aufgepasst. Okay. Gut, ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen. Oh, pass auf. Okay, kein Schaden. Ich hab das Gefühl, ich sterbe gleich. Okay, unten ist schon mal gar nichts. Oh, man kann schwimmen, das ist gut. Also, man hat gerade gesagt, wir sollen noch mehr Bäume fällen, mein Guide. Okay. Und Saplings bekommen wir auch. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das also missionsmäßig aufgebaut, dass wir von Mission zu Mission gehen, oder? Ich glaube ja. Okay. Man kann hier einfach alles töten, das ist schon mal sehr geil. Top, erstmal alles töten. Oh, der Laser hat auch eine ordentliche Range. Man muss gar nicht die Blöcke vorne abbauen, sondern kann einfach gleich drinnen im Stein abbauen. Ich baue mich gerade in die Höhle hier rein.
Bisschen exploren hier. Gleich bin ich dead. Boah, ich kämpfe schon gegen den ersten Gegner. Boah, der hat einen ordentlich Damage gemacht. Okay, was ist das für ein... Ah, das ist auch ein Gegner, okay. Okay, die Frage ist, was für Ressourcen braucht man denn eigentlich? Also ich bin jetzt nach links gegangen und da war so ein komischer Teleporter. Da hat man die nächste Quest gekriegt. Okay. Und wie ging man nochmal in sein Inventory? Ah, I. Aber craften können wir noch gar nichts. Brauchen wahrscheinlich irgendwie eine Werkbank oder so. Mal sehen. Okay. Explore. Also die Mission ist gerade. Ah. Guck mal, wenn du rechts oben auf diese. Ja, auf die Traumschüssel gehst, da ist Crafting. Und das Shortcut dafür ist C, der Shortcut hier. Ah, okay. Timber können wir gerade craften. Ich mach das mal einfach. Sonst. Ah, und damit können wir uns dann hier eine Werkbank herstellen. Ah, okay, cool. Hast du das schon? Ich mach mal eine, ja. Jawohl. Okay. Ne, irgendwas fehlt noch? Ne, tut's nicht. Da, Craft. Wood und Dingens braucht man. Ah, jo, da einen Augenblick. Wood und Timber. Hab's. Genau, geh nochmal weiter nach links. Da findest du so ein komisches... Was auch immer, da gibt's eine neue Quest. Okay, aber habe ich schon die andere Quest abgeschlossen? Ich habe sie nicht abgeschlossen, ich habe einfach nur eine neue gekriegt. Keine Ahnung. Ah, okay. Was zieht man denn Sachen? Ah, okay. Oh, die ist größer als gedacht. Muss ich die jetzt hier oben erstmal reinziehen oder wie? So? Ah ja, ich glaube jetzt habe ich's. Okay. Nee, habe ich nicht, ich kann sie nicht spazieren. Vielleicht brauchen wir einen Holzboden oder so. Ja. Oh, hä? Ah, ne. Lol. Okay. Okay. Oh, Anvil. Primitive Furnace. Spinning Wheel. Ich brauche mal eine Werkbank. Wooden Workbench. Ich schau mal in der Zeit, dass ich die Fläche vielleicht mal gerade hier mache. Ja. Oh. Wir sind beide so überfordert. Ich find's so gut. Ja. Okay, Iron Door. Was kann man dann noch? Alter, was hier alles gibt. Copper Support. Copper Wall. Das sind aber alles nur so eher so... Ja, ja. Hm. Bausachen, ne? Ja. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Ofen und dann noch einen Amboss, würde ich mal schätzen. Das ist schon mal die richtige Richtung, glaube ich mal. Also, hier haben wir Kohle, oder? Oder was ist das? Ja, sieht ein bisschen so aus. Also wir könnten uns hier einen primitiven Ofen herstellen. Wir bräuchten dafür noch Schmutz, also Matt und Campfire, oder Matsch eher gesagt. Okay, ich habe Coal. Das ist sehr gut. Okay. Hier, Wooden, nee, was ist primitive? Hier, wo kriegen wir Matt, ist die Frage. Keine Ahnung, ich habe schon eins, aber ich habe keine Ahnung, wo ich es her habe. Okay. Das ist wahrscheinlich alles hier Dirt. Vielleicht haben wir das von da drüben, ne? Ich wollte gerade sagen, Zombies. Bisschen Terrarie gefangen gewesen. Da oben fehlt irgendeine komische Eule. Schlacht mich! Brauchst du Hilfe? Nee, aber okay. Ich bin fast dead. Ich glaube, es wird auch dunkel. Ah, hier ist Matt. Okay, ich hab Matt. Sehr gut. Mit Restfix, da steht man im Hintergrund. Wenn du die Spitzhacke hast. Ich hab Potato eingesammelt. Oh, sehr gut. Hat man hier Food, was hier abläuft? Das... Oder ist Food dann nur zum Healen da? Ich glaube eher nur zum Healen. Ich weiß nicht, ich hab da oben so eine gelbe Leiste. Ich weiß nicht genau, was die bringt. Oben links. Gut, dann mach ich jetzt einfach mal den Furnace. Ja. Okay. Dafür brauche ich aber noch einen Campfire. Den mache ich ja hier, oder? Das war, oder wo macht man den Campfire noch? Neben Inventory. Wir brauchen eine Torch. Die ich jetzt crafte. Kann ich das Campfire craften? Okay. Und mit dem Campfire kann ich dann Föns, jawohl, craften. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich herausfinden, wie ich Sachen platziere. Ich habe erstmal ein bisschen Holz hergestellt. Oh, ist aber groß, die Blöcke. Wie platziere ich? Achso, aus dem Inventar einfach? Nee. Du musst es oben in deinen Hotbot ziehen. Okay. Ah, du baust hier schon gefüllt eine Base, okay. Ja, schon mal so klein dann. Untergrund und ich weiß nicht, ob irgendwelche Zombies kommen oder so in der Nacht. Wir sind voll in den alten Spielen gefangen.
Okay, wo soll ich den Furnace hinbauen, ist halt die Frage. Ja, einfach irgendwo hin. Wie mache ich denn halbe Blöcke? Das sind mir ein bisschen zu groß. Okay, und hier können wir dann. Ah, okay, schau mal, interessant. Guck mal, das Ich typische meine dann. Terraria-Starterhaus. Jawohl. 10 mal 10 und dann baust du noch einen Tisch rein und dann spawnen die ganzen Perfekt. Villager. Okay, wie verlassen wir das Haus? Ja, für eine Tür hast du auch nicht gereicht. Achso, okay. Also dann helfe ich mal kurz nach. Ja. Also nicht passt, wird Da. passend gemacht. Wooden Door Okay. zweimal herstellen. Ich glaube, wir brauchen halt einen Anvil. Dafür brauchen wir einen. Hä? Warum kann ich nicht mehr craften? Ah, jetzt wieder. Ja, dafür brauchen wir einen Iron. 8 Iron Bar, okay. Okay, die Türen sind riesig. Hast du bis jetzt irgendein einziges Eisenbar bekommen? Oder eisene Dings? Ich habe bis jetzt 5 Kupfer, das war's. Oh nee, doch nicht. Okay. 4 Eisen habe ich. Okay. Und dann müssen wir auf Expedition gehen, ne? Ja. Oh, hier sind böse Kreaturen. Ich komme. Das lass mir nicht entgehen. Das Ding sieht ja richtig stark aus. Das sind ja richtige Pokémon hier. Alter. Ah, du bist schon drin. Klar. Oha, der charged. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die Höhle und suchen Iron, oder? Also die Frage ist, kann ich eine Torch bauen und die dann festhalten oder Ja, so? Torch kostet Also Torch Kohle. habe ich schon, Hab ich nicht. aber kann ich sie dann auch benutzen? Nee, ich Ah kann ja. sie nicht in der Hand festhalten, ich kann sie nur bauen. Oh ja. Okay, schau mal, da sind Erze. Jo, schnappen wir uns einfach mal alles. Das sieht wieder aus wie Kupfer. Das sieht irgendwie aus wie Iron. Ja, das ist Iron. Perfekt. Davon brauchen wir viel sogar. Komm mal, ich drop dir nochmal meinen Iron. Q? Ja. Ich hab's die falsche Richtung geworfen, Okay. warte. So, jetzt. Ah, okay. Dann kümmerst du dich dann um den Ofen und so. Und auch mal anpasst. Ja. Aber hier ist schon Ende, ne? Ich glaube. Jetzt muss ich mal hoffen, wir müssen da hoch, dass da oben vielleicht ein bisschen Dings ist. Ein bisschen mehr ist. Das ist ja mau. Und dann Dörten. Ah, schlau. Ist ein bisschen dunkel hier oben. Ja, ich komme. Oh ja, hier ist noch irgendwas. Was haben wir da? Ah, Kohle war das noch. Okay. Ah, ich habe hier auch immer Materialien. Schau mal, was ich da rausbekomme. Jetzt kann ich meine eigenen Fackeln herstellen. Iron. Okay, Iron. Was sicherlich ein Hotkey für Fackeln, oder nicht? Boah. Nee, weiß nicht, ob ich mich gegen die anlegen möchte. Pass auf, ich. Aber. Okay, ich komm. Ah doch, easy. Easy. Easy, ich bin nur halb tot, aber easy. Okay, hier haben wir nicht mal nichts Besonderes mehr, ne? Obwohl, hier haben wir irgendein Erz. Was ist das? Matt. Nee, das ist. Hier, Coal. Achso, das ist Coal wieder. Cobblestone Coal. Was für Blöcke sind das hier? Dirt, okay, Dirt kann ich ja benutzen. Was ich cool finde, ist, dass wir gegenseitig sehen, was wir bauen und so. Ja. Was gar nicht so verkehrt ist. Pixels habe ich bekommen. Gut, Matze, haben schon genug für den ersten Amboss und sonst den Kram? Aua, es gibt Fallschaden. Okay. Gerade ausprobiert. Top. Ich muss kurz schauen, ich habe 16 Eisenohr. Ich weiß nicht, wie viel ein Barren kostet, aber wenn ich mich nicht verguckt habe, brauchen wir 8 Barren. Das ist schon eine Ansage. Ein Erz kostet 2 Barren. Ne, andersrum. Ein Barren kostet 2 Erze. Okay, wie öffne ich die AE? Okay, dann. Ich verhungere. Es gibt Hunger? Ja, der gelbe Balken oben links. Nein. Wir brauchen ein Campfeuer nochmal. Ich habe schon ein bisschen Das ist Fleisch. eine Sache, die mich jetzt nicht so freut. Oh nee. Okay, was brauche ich noch für den Anvil? Timber brauche ich noch und das war's dann. Ja, hier, you're feeling likely to. Meinst du, die da oben kann man essen? Ich teste das mal. Bei mir. Forging Table. Aber wir wollen den Anvil. Craft.
Jetzt haben wir ein Anvil. Das Ding sieht gigantisch groß aus. Mal schauen, ob das so groß ist. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben kein Essen. Ja? Ich dachte, ich hätte aus dem Tierfund was rausbekommen, aber doch nicht. Boah, schau mal hier. Ja. Kann man richtig krasse Sachen bauen. Ich bin gleich da. Ich muss kurz was zu essen finden. Man kann Waffen bauen. Das klingt gut. Ich habe Korn gefunden. Kann ich das einfach essen? Das hat gar nichts gebracht. Ich bin auch kurz vorm Verhungern. So, ich habe hier ein Fleisch. Raw Meat. Wo hast du denn Raw Meat herbekommen? Ich habe schon alles abgeschlachtet, was ich gefunden habe, aber... Ich weiß nicht woher, aber ich hab's auf jeden Fall. Muss jetzt aber was fressen, weil ich bin gleich am Verhungern. Ich hoffe, ich kann's braten, Campfire. Ja, kann ich. Ich kann dir noch Potatoes geben, wenn du Food brauchst. Ja, sehr gerne. Brauche ich. So, wie esse ich das jetzt? Ist einfach in die Hotbar gezogen. Okay, ich... Ja, der Anvil ist echt dick. Warte, ich drop's hier. Wie droppt man? Mit Q. Mit Q. Einfach aufs Item Q drücken. Ja. Ich hab's gegessen. Ich hab's gegessen. Okay, bei mir war Q droppen. Dann war es bei dir wohl Q konsumieren oder so. Keine Ahnung. Soll ich das nochmal droppen? Da haben wir am Start irgendwas gekriegt. Wir haben hier Medizin, eine Bandage und ein Seil. Ja, toll. Warum wackelt mein Bildschirm? Ich weiß nicht. Bei mir steht, you're starving. Oh nein. Okay, das war's mit mir. Warte. Nein, da wird nichts mehr. Boah, du bist ja aufgeplatzt wie sonst was. Einfach verhungert und explodiert. Oha, 30% meiner Pixels sind verloren gegangen. Eieiei. Das tut natürlich weh. Ich komme wieder, hoffe ich. Ich hoffe es auch. Ja, moin. Da bin ich wieder. Greifen die Viecher mich eigentlich von... Die greifen! Ich bin gleich tot! Willkommen in meiner Welt. Ich wusste nicht, dass er mich von selber angreift. Das... Ja, kriegen wir denn Essen her? Wir brauchen irgendwie eine Feldhacke oder so, um kleine Kartoffeln zu vermehren. Ich hab auf jeden Fall dieses Felddings. Oh, perfekt. Also ich Felddings sag ich schon. Ich hab eine Kartoffel. Ihr Kartoffelsamen. Jetzt hab ich's. Oh, nur noch irgendwie ja. Ein. Ja, eine Hau. Ja. Eine Hau? Ja, eine Feldhau. Frage, wo man die herstellt oder ob man irgendwas anpflanzen kann. Wenn die Dinger machen asozial viel Schaden, ey. Forging Table vielleicht. Okay, ich habe wieder ein Raw Steak bekommen von einem Mob. Sehr gut. Ich brauche es erstmal nicht mehr. Okay. Mit vollem Hunger wieder gespawnt. Top, neue Strategie. Ja. Gerne umbringen lassen. Aha, hier. Damit können wir uns, glaube ich, was herstellen, was wir brauchen. Was war das denn? Ich habe gerade eine Kiste oder so geöffnet. Und die hat um sich herum Kopper gedroppt und hat das Dirt zu Kopper verwandelt. Okay. Ganz weird. Ah, okay, wir brauchen 25 Holz, 4 Kupfer und einen Farn für eine Feldspitzhacke. Das war's aber erstmal mit dieser Folge. Mal sehen, ob wir es in den nächsten Folgen schaffen, ein vernünftiges Feld anzulegen und unser Hungerproblem zu lösen. Oder ob mir wieder einfällt, dass ich ja schon in einen komplett vollen Vorratsschrank geguckt habe am Anfang dieser Folge. Aber na gut, ich hoffe, ihr seid mit Starbound als Nachfolgerprojekt zu Corekeeper zufrieden. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann sage ich jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.